Muskelaufbau und Fettabbau gleichzeitig. Geht das? Warum das geht und warum die langläufige Meinung, dass das nicht geht, überhaupt keinen Sinn macht, erfährst du, wenn du bis am Ende des Videos dran bleibst. Im Prinzip haben wir die Widerlegung dieser Theorie schon in unserem letzten Video, welches Workout zum Abnehmen, angeschnitten. Durch die Entleerung der Zuckerspeicher wird ein Hormonbild geschaffen, welches die Fettverbrennung begünstigt und dann auch sogar dazu führt, dass durch die Ausschüttung von Adrenalin dieses Fett zur Verstoffwechselung in die Zelle und zum Abbau transportiert wird. Dieser Prozess ist unabhängig von der Kalorienzufuhr und liefert die Erklärung, warum es für eine fettleibige Person unmöglich ist, mit einer kalorienarmen, kohlenhydratreichen Diät abzunehmen, wenn kein gleichzeitiges hochintensives Krafttraining betrieben wird. Und somit haben wir den Mythos, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen, widerlegt. Die beiden Prozesse können auch unabhängig der Kalorienzufuhr funktionieren. In der Trainingslehre redet man von einer tiefen Ermüdung des Muskels, wenn die verrichtete Arbeit mit dem Muskel dazu geführt hat, dass die Muskelfasern der höheren Rangordnung abgefeuert wurden. Es sind leider viele Anglizismen dabei. Man redet von den Fast Twitch, Fast Fatiguing Fibers, also den kraftvollsten, aber auch am schnellsten ermüdenden Muskelfasern. Wenn diese Muskelfasern abgefeuert sind, dann hat der Muskel den Reiz bekommen, Achtung, in meiner Umwelt ist offensichtlich eine Arbeit, die ich verrichten muss, damit der Organismus überleben kann, die meinen Anforderungen genau gewachsen ist. Ich muss beim nächsten Mal stärker sein. Und dann geht er in der Erholungsphase daran, den Muskel zu stärken und auch dann unweigerlich im Querschnitt zu verdicken, damit er mehr Kraft aufbringen kann. Und diese Verdickung, dieses Querschnitts, bezeichnen wir als den Muskelaufbau. Der Reiz, die Reizsetzung ist also komplett unabhängig davon, ob jetzt der Körper auch gleichzeitig Fett abbaut. Im Gegenteil, damit wir es schaffen, diesen Muskel so tief zu ermüden, müssen wir auch eine hohe Intensität an den Tag legen beim Muskeltraining. Diese hohe Intensität bedingt dann wieder, dass wir eben auch die Effekte haben für den Fettabbau des hochintensiven Krafttrainings, wie wir im letzten Video beleuchtet haben. Das heißt, das Workout für sich, das zum Muskelaufbau führt, ist auch ein fettverbrennendes Workout und insofern fördert es dann auch den Fettabbau und den Muskelaufbau gleichzeitig. Entscheidend ist jetzt allerdings, was in der Woche danach passiert. Damit der Muskel sich stärken kann und regenerieren kann und eben auch Muskelaufbau betrieben werden kann, müssen wir genug Bausteine zur Verfügung stellen. Diese Bausteine nennt man Aminosäuren. Und diese Aminosäuren machen Proteine aus. Daher kommt man immer auf die proteinreiche Ernährung, eiweißreiche Ernährung, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht. Auch diese proteinreiche Ernährung fördert die Fettverbrennung über die Woche und hilft somit gleichzeitig Muskeln aufzubauen, als auch Fett abzubauen. Der nächste coole Effekt in der Woche danach für den Muskelaufbau und den Fettabbau gleichzeitig, dass wir im Prinzip den Muskel beschädigt haben. Direkt nach dem Training erkennt man das am Muskelkater. Der Muskelkater verschwindet nach 2 bis 3 Tagen, wenn der erste Schaden aufgeräumt wurde. Diese Aufräumphase verbrennt extrem viele Kalorien, da neues Gewebe synthetisiert werden muss und altes Gewebe abtransportiert wird. Auch hier hilft das Muskelaufbautraining beim Abnehmen. Entscheidend ist jetzt auch in der Woche danach der Effekt der Entleerung der Muskelspeicher von Glykogen, also von unserer Speicherform von Zucker. Ernähren wir uns mit einer kohlenhydratarmen Ernährung oder eben mit Lebensmitteln niedriger glykämischer Last in der Woche danach, können wir sicher sein, dass wir ein Hormonbild haben, das auch den Fettabbau fördert. Und jetzt wird es ganz spannend. Muskelaufbau und langfristiger Fettabbau bedingen sich sogar gegenseitig. Bauen wir langfristig Muskelmasse auf, haben wir einen höheren Grundumsatz, der wiederum dazu führt, dass wir mehr Fett abbauen können, wenn wir uns kohlenhydratarm ernähren. Nochmal kurz zusammengefasst, Muskelaufbau und Fettabbau
sind keine Gegenspieler. Muskelaufbau und Fettabbau sind die beiden Schneiden deines Schwertes im Kampf gegen die überflüssigen Pfunde. Das hochintensive Krafttraining fördert ein Hormonbild direkt danach, das Fett abbaut, fördert dann ein mittelfristiges Hormonbild, das dir nochmal hilft beim Fettabbauen, setzt den Kalorienverbrauch in der Woche nach dem hochintensiven Krafttraining hoch und fördert den langfristigen Muskelaufbau, der dir mit einem höheren Grundumsatz weiter beim Abnehmen hilft. Es ist schade, wenn man das Ziel verfolgt, Fett abzubauen und nicht gleichzeitig versucht, Muskeln aufzubauen. Allein aus dem Grund, dass viele Diäten, die das Muskeltraining außer Acht lassen, dazu führen, dass man Muskelmasse verliert. Und das ist der Kardinalsfehler, wenn es darum geht, langfristig abzunehmen.